Oh, mehr Licht. Yay. Na, Gott sei Dank. Aufnahme, lass mal. Reinhupfen tun wir. Eine Sniper testen wir, eine Shotgun. Ich spiele das auf einer leichteren Schwierigkeit, weil ich eigentlich das nur zur Audioaufnahme und Facecam-Aufnahme nehmen werde. Bam, 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 bam. Kann ich meine Audiogeräusche selber machen? Ich glaube, bei der letzten Facecam-Aufnahme, was ein paar Monate schon her ist. Asche haben wir drauf. Asche gefällt mir. Asche mag ich. Was wollte ich sagen? Bei der letzten Facecam-Aufnahme habe ich erstens vergessen, eine zweite Audiospur reinzulegen, dass wir Ingame Audio hören. Und dazu noch habe ich auf jeden Fall meine Beleuchtung ziemlich schlecht gehabt. Es war leicht verzögert. Das wird jetzt interessant, ob es noch immer leicht verzögert ist. Haben wir große irgendwo? Irgendwann kommt ein Vogel. Okay, machen wir die kleinen weg. Und das wird jetzt hauptsächlich als Audio-Test, Basecamp-Test. Nicht vergessen, Körperhaltung. Körperhaltung war schlecht, habe ich gemerkt. Wichtigste jetzt. Mit guter Körperhaltung da sitzen und nicht zu sehr mich auf Gameboy konzentrieren. Ah, ne, geht nicht. Ein Spiel, wo man sich konzentrieren muss, am besten nichts redet und dann einfach mal mit der Shotgun in eine Richtung schießt. Jetzt sind meine Fähigkeiten gar nicht ein, aber brauche ich gerade gar nicht. Schwierigkeit ist ja leichter gemacht, damit ich schnell durch dieses Land von Büren durchfiele. Mit einer Map mit Landekapseln, Ressourcen, die man verwenden muss, damit man sie spielen kann. Okay, zurück in die Höhle. Ich glaube, ich habe noch eine andere Waffe, die ich dann testen kann. Aber zuerst mal Muni holen und sie reinlocken in den Pfad, wo ich mit meiner Fähigkeit dann ein bisschen mehr machen kann. Bam. Hopp. Big Boy ist hier. Vogel ist hier. Oh, ich habe mich mitten in auf den weißen Gegner reingestürzt. Das ist gar nicht gut. Oh, Vogel kommt runter. Das ist dein Tod, Mann. Sorry, dich zu enttäuschen zu müssen. Ich glaube, ich kann mir gleich wieder ein Handtuch holen für meine Klickgeräusche vom Controller. Ich hoffe, dass OBS da gute Arbeit leistet, um das zu vernichten. Ich smashe gerade nur auf meinen Controller rum. Okay, wir holen nochmal Muni. Und dann schauen wir, ob ich das, die andere Waffe, die ich bekommen habe, teste. Es ist nicht das Mammut. Es ist auch ein Reptil. Blutung, Verbrennung. Ich glaube, das hatten wir schon länger. Dieses hier. Ist gleich von Anzielen her genau das gleiche. Blutung, Verbrennung. Ja, das könnte eine gute Bosswaffe sein. Wenn wir die Kleinen da mal wegmachen. Oder die Mittelgroßen, die Mittelstarken. Auch unabsichtlich nachgeladen. Ja, da wird schnell durchgezockt durch diese Map. Ganz wichtig. Ja, und mir selbst Feedback geben und zu schauen, was ich verbessern muss mit meinem Setup jetzt mit Basecamp. Selbst Feedback geben. Wenn fast keiner Feedback gibt, weil auch nicht viele Leute noch den Kanal sehen oder kennen und der für die Zukunft aufgebaut wird, damit bessere Qualität kommt. Was hoffentlich der Fall sein wird, dass die Qualität immer ein bisschen besser wird. Dann ist selber Feedback geben halt das Einzige, was drinnen ist. Und mich auf die Gegner konzentrieren, die jetzt weggeschnitten werden. Der ist zerfallen. Ist der gerade doch nett? Der hat es einfach nicht überlebt. Die Shotgun ist sowieso der Wahnsinn, mit der ich die ganze Zeit von Anfang an hier spiele. Ich hoffe, dass ich überhaupt Aufnahme gedrückt habe. Hopp, ich habe wieder einen Vogel geglitscht. Wie beim letzten Mal, wie ich hier war. Er wartet einfach da hinten. Sehr schön. Ah, dann machen wir mal wieder Schaden bei dem, wenn ich ihn treffe. Okay, er kommt. Wow, here it is. Oh, okay, jetzt habe ich meine
Antivogelfähigkeit nicht mehr. Was hier dumm war. Verlangsamungsfallen heißt sie korrekt. Das ist die Antivogel Nummer 1 Strategie. Die werde ich wahrscheinlich in manchen Maps dann noch wahrscheinlich auch brauchen, damit ich die Vögel am besten bezwingen kann. Ja. Ich glaube, das wird eine bessere Waffe für Bossfights. Über Effekte draufhauen. So, die Kleinen sind da. Die werden weggemacht schnell. Gehen wir mal auf den Boss. Nicht da. Er schießt auf sich selber. Gute Taktik. Daneben. Ich werde wahrscheinlich danach noch ein anderes mal auf Englisch spielen, um wieder das Setup besser zu testen. Oder meine Sprache, ja. Mein English Accent, the weird ones. Jolo. Ja, sie sind alle komisch, meine englischen Akzente. Du bist jetzt mal ziemlich tot. Ja, diese Schwierigkeit ist auf jeden Fall mal viel zu einfach. Wenn meine Konzentration irgendwie verloren geht, werde ich mich eher darauf konzentrieren, dass ich nicht zu komische Körperhaltungen habe. Und nicht zu sehr geblendet werde, weil ich sonst immer im Dunkeln spiele. Ich bin eine Kreatur der Dunkelheit und nicht des Lichtes. Das Licht brauche ich gerade gar nicht. Nur Wasser. Ich glaube, da habe ich es auch letztens geschafft, um beim Monster zu kitschen. Ah, die fallen da runter. Tut mir fast leid. Mach mal weg, die großen Dinger da. Vielleicht höre ich einfach mit Kopfhörern drauf, nie, dass ich so viel mit dem Controller rumsmashe. Dass es mich bis jetzt noch nicht sehr gestört hat. Und mein PC wärmt sich gerade auch auf. Bleibt zum Lüften wahrscheinlich nochmal. Dass der Raum Minusgrade hat, damit alles schön kühl lau. Ich mir bei meinen 3000 Euro oder 3030 was nach 3300 war. PC nicht gedacht, dass der trotzdem laut sein wird, aber anscheinend muss man da noch einen Tausender investieren, dass er ganz leise ist. Was haben wir hier? Diesen Typen. Der mich. Ach, er erwischt mich. Oh, okay, passt. Kann ich so wie teleportieren? Danke. Dann heben wir ihn hoch, machen ihn gleich direkt weg. Ist ja keine Gefahr. Na, doch nicht ganz direkt. Würden Sie bitte sterben? Da hinten ist wieder der Boss geklitscht. Ich weiß nicht, ob das zum Map dazu gehört, dass der einfach da hinten steht. Nicht das erste Mal. Wie schaut's mit meiner Muni aus? Was haben wir hier? Beleuchtungen. Die bräuchte ich wahrscheinlich auch noch bei meinem Gaming-Setup. Bessere Beleuchtungen hinter mir oder vor mir. Okay, wo war Muni? Ich glaube, es war irgendwo inzwischen auch nochmal Muni-Station. Der Boss ist wieder geklitscht. Ich weiß nicht, ob ich das ausnutzen sollte. Es ist bei der Schwierigkeit ziemlich egal. Schauen wir einfach, dass wir Muni finden. Viel wichtiger. Ah, jetzt kommen sie alle. Okay. Wo war die Muni hier? Rolling out of the zone. Too many monsters to bone. Because I'm a weirdo. Making them bleed. Only way to succeed. Und ich habe noch immer keine Muni gefunden. Ja, es sind kleine Stückchen. Aber ich will die großen Stücke. Sie ist draußen. Ach, komm schon. Das geht sich nicht mal schade aus. Dann halt nicht. Wer braucht schon Munition? Ach, das kleine Stück nehmen wir. Zwei. Cool. Machen wir gleich einen weg. Wenn es so schnell gehen würde. Als ob dieser Schwierigkeit eh nicht so schlimm ist. Ach, Mist. You bleed now.
If you can bleed, you can die. And diet. Scarier, I know. Viel gefährlicher. Ach, komm schon. Ich sollte den anderen mit meinen super Schüssen attackieren. Er wird schon kommen. Oder ich komme zu ihm. Okay, er ist down. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Teil überhaupt Chat treffe. Einen Schuss noch für den großen. Sehr schön. Oh, Pistol mal. Das ist mal ganz selten bei mir, dass ich zu Pistol runterkomme. Uff. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich drauf geschaut, wo die Muni dazwischen liegt. Ich weiß, irgendwo liegt sie. Wo ist meine Shotgun? Hier. Mach mal weg. Dann, oh, aui. Hallo? Nur du solltest hier sterben. Schwierigkeit ist viel zu leicht, dass ich sterbe. Nur eine Grind-Runde. Okay, passt. Wir können uns weiter pisteln. Ja, ist eine blaue Pistole. Ich schaue bei Pisteln nicht wirklich drauf, dass ich die guten finde. Oh. Oh. Muss noch einen dehnen. So. Da ist letztens ziemlich abgegangen. Schauen wir mal, ob es diesmal leichter wird. Sollte es auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich das letzte Mal hier gespielt habe, war es ein 40 Minuten Video. Ich bin froh, wenn ich bei 20 Minuten fertig bin. Bei diesem Spiel dauert das manchmal ewig. Und dann immer ganz schier, wenn man dann wirklich 20 bis 30 Minuten reinsteckt und dann zum Schluss mal direkt zufliegst. Nein, gar nicht. Ah, doch, ein bisschen ist er geflogen. Okay, jetzt können wir die kleinen rundherum wegmachen. Damit der Große auch noch extra Schaden nimmt von den Granaten, die die Shotgun droppt. Wo ist er? Hier ist er. Erwischt es ihn? Ja. Oh, das war schnell. Sehr gut, das gefällt mir. Da ist ein Großer vorbeigesegelt. Nice, nice. Und viel Granatenschaden. Das hat gut Schaden gemacht. Wir hauen gleich mal wieder Chat rein. Oh, alles schnell weg. Sehr schön. Mein PC überhitzt sich schon wieder. Soll ich beim PlayStation spielen, beim Aufnehmen richtig gemerkt, wie sich da mal alles schön überhitzt, die PlayStation und der PC. Was haben wir hier hinten? Kriecher. Alles sind die weit weg. Hört sich gar nicht aus. Bin ja eh nur auf Nahkampf gelevelt, gestuft. Das alles, was in Shotgun-Reichweite ist, ich mach mal gleich weg. Du musst gleich weggemacht werden. Uff. Okay. Bin ja der leichten Schwierigkeit. Und da stirbt man nicht. So. Jetzt gehen wir zum Kriecher rüber. Kommen die so weit? So, den haben wir hochgekriegt. Immer wichtig, dass man hochkriegt. Sonst ganz peinlich im Spiel drinnen. Wenn man einfach daneben seine Fähigkeiten schießt. Okay. Ich glaube, hinter mir ist wieder wer geglitscht. Ach, komm, lass mich zu rechargen. Und wieder wenn hochgekriegt. Und er wird zerlegt. Oh. Oh, hat extra Schaden gemacht. So, was haben wir da hinten? Einen geklitschten. Ich will gar nicht durch den Sumpf durch. Ich snipe ihn. Für was haben wir das schafft? Für was haben wir es mit? Naja, das wird wahrscheinlich auf der stärksten Stufe dann zu schwach sein vom Schaden her. Wasser ist gleich leer, das heißt, die Episode ist gleich leer. Ja. Hm. Oh, komm schon. Oh, den Boss einfach raus. Oh. Ja.
Der dann einfach mal hoch zu mir. Was glaubt der Vries? Oh, okay. Eine Gefahr. Definitiv eine Gefahr gewesen. Ja, der wird wieder gleich kassieren. Ich glaube, es kommt noch eine Bosswelle danach. Und dann Granatenschaden. Sehr schön, sehr schön. Oh, noch doch Muni. Da liegt ja schon was. Genau dem Typen. Ha! Nett. Naja. Fähigkeit war noch nicht bereit. Granatenschaden. Noch ein Löcher. Macht den Zombies Löcher. Sehr schön gereimt. Den hinteren habe ich erwischt, den vorderen nicht, komischerweise. Genau, war kleiner noch aus dem Spiel. Schauen wir mal, was wir da. Ja, yep, da wird wieder Schaden gemacht. Ich glaube, ich habe einen Vogel gesehen. Oh. Oh, wir müssen den gleich ausschalten. Wir sind am wichtigsten. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ah, Mist. Mit Facecam überhaupt weiterspielen kann. Sonst bin ich vielleicht zu unkonzentriert. Wow. Okay, ich hätte schon viel Schaden. Ich weiß, dass ich diese Map gar nicht auf der schwierigsten Schwierigkeit nochmal probieren sollte. Okay. Lande. Ach, was ist die Vögel? Aha, kriegt mir da keine Chance zum Landen. Wo ist denn der Große hin? War da nicht ein ganz Großer? Mach mal wieder die Kleinen weg. Hier ist ein ganz Großer wieder. Vielleicht habe ich mich auch nur verschaut. Oh, hallo Jungs. Ihr werdet mal angehoben. Ich hoffe, stört euch nicht. Oh, wir haben zwei. Bitte. Große, mächtige. Ich glaube, da bin ich letztens nur noch im Kreis gelaufen, wie ich das probiert habe. So wird es wahrscheinlich jetzt auch enden dann. Im Endeffekt. Okay, Granatenschaden. Nice. Ja, dann haben wir die Vögel mal ausgeschaltet. Oh. Über die Brücke. Oh, nice. Oh, da kommt seine Fähigkeit. Okay, er hat mich einfach überrannt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht schießen aufhören, haben sie auf Reddit gesagt. Bei meiner Death-Montage. Was auf jeden Fall nicht wirklich funktioniert hat. Weil so viel Heilung kriege ich gar nicht. Oh, er fliegt. Ich bopp. Nichts hält mich am Boden. Außer meinen massiven Boden. Ja, nice. Gut improvising. Gut improvisiert. Okay, macht man weg mit der Sniper. Geht doch. Oh. Ich darf nicht mal den... Oh, es kommt noch ein Boss. Das ist nicht gut. Diese Map wird auf jeden Fall nicht auf Schwierigkeit probiert. Der probiert einfach mal das hochsnipen schon. Wo ist er denn? Da hoch. Ist er raufgehoben? Den weg gleich mal. Okay, okay, ich sehe, was hier abgeht. Ich brauche wieder Money. Oh, schöne Rolle, wirklich 10 Punkte auf Landung. Ich brauche wahrscheinlich einfach eine zweite Shotgun dann zum Durchwechseln. Machen wir ein bisschen Granatenschaden. Um mal ein bisschen noch rüber zu schießen zu den Großen da. Bevor ich Muni hole. Er steht direkt daneben. Sehr schön. Ich stehe mal direkt daneben. Ist schon recht. Nervt da rum. Und weiter rennen. So, ein bisschen Blutungsschaden für dich. Hält leider nicht ewig.
Viel zu zart. Nipp. Und machen wir Fettschaden auf ihn. Wenn die anderen gefährlichen, die zu wie Hupfen und Reinstimmen mehr schon mal weg sind. Der macht Granatenschaden an dir. Der auch gleich. Nein, macht er nicht. Okay, hoch mit dir. Ich gebe ab. Ah. Mach man weg. Mach man weg. Das war dann eigentlich eh schon das Level. Yay, den kleinen habe ich nicht mal killen dürfen da unten. Ich glaube, der ist einfach so verreckt. Gib mir die schwache Loot. 24%, ich meine, es wird eh unterlevelt sein. Was ich da rausbekomme, also ist eh schon egal. Danke fürs Zuschauen. Ansonsten, tschüss. Bye.